So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total War Attila mit den Hunnen. Das letzte Mal haben wir ja hier den Ägyptern verholfen, Alexandria einzunehmen. So, die müssen das jetzt nur alles reparieren. Ich hoffe, das schaffen sie auch rechtzeitig. Genau. So, was haben die hier? Amasik-Speerträger, okay. Also die Flotten, ja, wir haben das letzte Mal eine der Flotten jetzt hier besiegt, die in Paraetonium untergebracht war. Ich würde mir schon wünschen, dass die Arxum den Krieg erklären. Okay, ich muss denen nur die richtige Menge an Gold geben. 5000. 7000. Nee. Das will er erstmal nicht. Gut. Dann respektieren wir das. Und habe ich die jetzt schon bewegt? Ja, die sind alle schon bewegt worden. Gucken wir jetzt hier nochmal rein. Weiter geht's. So, der Weinhändler. Brauchen wir das auch noch? Oh, wir machen 10.000 jetzt pro Runde. Es würde mir schon gut gefallen, wenn wir jetzt die gesamte Region um Ägypten befreien und dann auch für Ägypten zugänglich machen. Dass der eben auch Nebensiedlungen beherrscht und dort Felder ausbauen kann, dass der seine Untertanen auch versorgen kann. Deswegen bin ich jetzt gerade noch dabei, hier in der Nebensiedlung einen Aufstand zu provozieren. Das gleiche werden wir auch ja, in dieser Separatistensiedlung noch machen. Vielleicht greife ich die auch nochmal an. Muss ich mal gucken. So, was ist denn das jetzt hier? Oh, das ist sehr interessant. Die Flotte kann zwar nicht an Land, aber die kann an diesen Buchten, wo hier, also an diesen, wo eben nicht Steilküste vorliegt, sondern wo eben dieser Sandstrand ist, wo da können die landen, die Truppen, und das macht er jetzt hier auch. Soll er machen, die Schlacht spielen wir. Los geht's. Jetzt keine so schwierige Schlacht. Wir müssen aufpassen, der hat auch ein paar Artillerieschiffe, dass wir uns da eben aus der Reichweite fernhalten. Ist auch leider jetzt relativ viel Wald auf der Karte. Ist auch nicht so dolle, aber es dürften ja eigentlich nur ein paar Palmen sein. Ja, richtig. So. Nochmal Vierergrüppchen. Und eine Sechser. General verstecke ich hier im Wald. Und los geht's. Ja, wir kümmern uns erstmal um die Armee, denn das dürfte jetzt nicht das Problem werden. Ja, sind insgesamt 4 Kavallerieeinheiten dabei. Plünderer der Wüste. Müssen wir aufpassen, die sind ziemlich schnell. Die sind tatsächlich schneller als meine Einheiten. 111, meine haben hier so um die 108 bis 97. Hätte wissen sollen, dass für ihn keine Hoffnung besteht. So, jetzt mal ein bisschen aufpassen. Bis die in Reichweite sind, das dauert. Und weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. Wir müssen aufpassen jetzt. Was? Mit der. Jetzt dürften sie schneller sein. 158, ja. Durch diese Fähigkeit sind sie schneller. Bleibt euch mal. Ah, die Kavallerie, die kam jetzt hier wieder sehr überraschend schnell. So, die sind weg. Sehr gut. Die sind auch so gut wie weg.
Ja, das war's. Aber er hat mir schon ein paar Verluste zugefügt. So, mit der Fähigkeit machen die sogar 69 Geschossschaden. Der feindliche General ist tot. Sehr hübsch. So, der Onaga muss noch verschwinden. So, das dürfte ausreichen. Und tschüss. Dann lassen wir ihn mal an Land kommen. Da sind, wenn ich das richtig zähle, 3 Artillerieschiffe dabei. Ja, und die schießen auch. So, aber mir sind jetzt die Verluste tatsächlich ziemlich gleich in der Schlacht. Weil ich ja jederzeit nach Ägypten ziehen kann. Und dort gibt es ja eine hohe Verstärkungsrate. Dann wollen wir mal. Aufpassen, die können werfen. Ah, die sind ziemlich schwer gepanzert, die Einheiten. Weg. So, da kommen noch ein paar Bogenschützen. So, dann holen wir uns die Bogenschützen auch weg. Ja. Kosaren-Bogenschützen, wie sehen die aus? Ja, wie Kosaren. So, die Schiffe können wir auch mit Wandpfeilen anzünden. Das dauert aber, glaube ich, eine Ewigkeit. So, hier nehmen wir jetzt mal die Standardgeschosse. Das sind nur noch leicht gepanzerte Einheiten. Ja, es geht so um einiges schneller mit den Geschossen. So, die haben keine Munition mehr, müssen wir die mal austauschen. Wow, wir kommen an Land und fliehen direkt. So, 4 Schiffe hat er noch.
Ja, das war's dann. Das war's dann, ja. Die Flehen. Sieg. Gelobt seien die Götter! Unser Sieg ist in greifbarer Nähe. Das war's. So, glorreicher Sieg. Ah, die Verluste hätten wir uns sparen können. Also die Kavallerie hat uns mal wieder übel zugesetzt. Hier sieht man mal wieder, was so eine ganz einfache Kavallerie hier leisten kann. Und das macht die, ohne sich groß anzustrengen. Die sind einfach sehr schnell unterwegs. Aber da haben wir gleich noch eine Flotte ausgelöscht. So, wie sieht es hier mit der Zufriedenheit aus in der Region? Ah, die steigt. Das müssen wir verhindern. Schon interessant, dass sich viele der kleineren Fraktionen so lange halten. Na gut, die haben sich auch in große Bündnisse eingefügt, aber ja, doch respektabel. So, Feind im Kampf getötet. Wie sieht's hier aus? Oh ja, hier haben wir nächstes Mal einen Aufstand. Sehr gut, sehr gut. Ja, wie gesagt, eine Armee werde ich zurückschicken. Okay, wo haben die ihre Armee jetzt? Ah, hier. Ja, und die haben auch ihre Flotte ausgebaut. Ja, trotzdem. Das muss dann aber nicht die sein. Das sollte irgendeine etwas schwächere Horde sein. Können wir auch die für nehmen. Ja, die sollte völlig ausreichen. Na sehr gut, die haben ja ihre Hungersnot auch bekämpft. Haben auch schon jetzt angefangen, die Gebäude zu reparieren. Haben nur noch eine Knappheit. Das ist doch schön. So, dann Siedlung stören. Kritisch gescheitert, natürlich. So, vielleicht geht's auch weiter. So, dann entdecken wir mal hier die Kaledonia. Mal gucken, wie es in Karthago aussieht. Wie sind die Beziehungen hier? Okay, die mögen sich nicht besonders. Seid willkommen. Doch, ja, aber ich will die jetzt nicht gleich mit reinziehen. Da warten wir lieber mal eine Weile, bis die eine ansehnliche Armee haben.
So, und hier im Süden, ja, können wir dann nächste Runde sogar schon mal anfangen, hier Axum zu belagern. Die müssen ja nur noch die Stadt verlieren. Das passiert, denke ich mal, so in 2 Runden. So, dann reißen wir die vielleicht auch komplett nieder. Und die müssen wir auch noch, da müssen wir auch noch irgendwas uns überlegen. Was machen wir mit Berenice? Da warten wir erstmal auf den Aufstand. So, du plünderst lieber mal hier. Weil ich will eigentlich eher hier eine Hungersnot erzeugen. Genau. Was haben die denn hier für Gebäude? Ah, die haben Felder. Okay. So, wir konnten doch irgendwo gerade noch Gebäude errichten. Das habe ich genau gesehen. Nämlich, das war hier. Dann gibt es hier jetzt nämlich auch erstmal das Gemeinschaftsgelände. So, hier haben wir 10 Überschüsse. 1, 2, 2 und hier haben wir 8. Agent entdeckt. Eigenschaften. So, wir haben das Lagerfeuer gebaut. So, Belagerungsexperte, das klingt gut. Und wir haben die Abdani angetroffen. Gucken, was die für einen Stärkerang haben. Oh, Stärkerang 5 mit 9 Siedlungen. Und die sind sogar in einem Bündnis mit den Pikten und den Kaledoniern. Okay, das ist ein sehr starkes Bündnis. Mit der Zeit fangen zwei Dinge. So, ihr kriegt mal hier das Ziel, Tyros anzugreifen. So, dem geht es aktuell auch ganz gut. Dann schauen wir nochmal in die Familie rein. Ja, ja, das habe ich schon gedacht. Können wir uns überlegen. Irneck oder Altar? Ich glaube Altar. Ne, die gehören beide zur Familie. Dann ist es ziemlich egal, wen wir da einsetzen. Mal kurz gucken. Das ist die Horde. Ja, dann setzen wir ihn dort ein. Was bringen das für Vorteile? Baukosten für Hordengebäude. Wohlstand aus Hordengebäuden. Ich meine, die Horde ist schon ziemlich weit ausgebaut. Wie sieht es hier aus? Die auch. Beide Horden. Ja, beide Horden sind weitestgehend ausgebaut. Dann würde ich sagen, wir setzen hier diesen Irrneck da hoch. Der kann auch Gefolgsmann werden. Hä, von wem denn? Ich wollte gerade sagen, von wem kann der Gefolgsmann werden? Interessant. So. So, ein bisschen die Forschungsrate mal erhöhen. Haben wir einige Haushalte dazu bekommen. Da würde ich mir jetzt auch mal wieder die Zeit nehmen, das entsprechend anzupassen. Gucke ich ja jetzt nicht jede Runde genau auf jede Horde, wie es da aussieht, aber das... So, das mit persönlichen Einfluss, das nehme ich immer weg, weil das wird Attila bekommen, sobald er dann erscheint. Erschöpfungsrate für Fernkampfinfanterie etwas geringer. So.
So, Nahkampfangriff für die einen Kommandanten, das passt alles erstmal soweit. Bewegungsreichweite. Nehmen wir mal hier den Jagdhund. Militärausbildung plus 3 Erfahrung pro Runde. Dass die Truppen noch ein bisschen Zusatzerfahrung bekommen. Hat er schon eine Ehefrau? Ja, hat er. Die ist aber nicht sonderlich gut. Wir haben ja ziemlich viele Witwen in der Familie. Die können wir eigentlich mal, ja, ganz im Ernst, die sollen mal heiraten. Das hätten wir auch schon mal früher machen können, dass ich da nicht auf die Idee gekommen bin. Da hätten wir die alle schon mal verheiraten können. Auf der anderen Seite hatte ich das, glaube ich, doch mal probiert und die sind ja dann hier verschwunden. Die sind ja dann aus dem ganzen... Da hatten wir dann den Einfluss nicht mehr. Das hatte ich doch schon mal gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Boah, die hat 400 Einfluss. Das ist viel. Nee, dann lassen wir das. Dann lassen wir das mal lieber. So, die sollen erstmal ihre Gebäude reparieren. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen. So, hier würde ich sagen, die legen wir mal alle zusammen. Wird auch Zeit, dass wir hier diese Steppenreiter mal nach und nach dann austauschen. Hä, warum kann ich die nicht austauschen? Ah, das sind Söldner. Huch. Dann kommen die raus. Und die auch. So. Aber wir haben jetzt ja viel Optimierungsbedarf und auch viel Zeit dafür. Dann können wir die Truppen auch noch weiter anpassen. Nahrung, das ist knapp. Aber hier können wir ja auch mal bei Zeiten noch hier diesen Ausbildungsplatz für die Lanzenreiter bauen. Das hatte ich ja noch vor, das Gebäude. Auch interessant, hier Einkommen durch Rauben plus 15%. Aber das bringt eben nur durch Rauben, nicht durch Ausrauben. Daher werde ich höchstwahrscheinlich doch die königliche Jurte nehmen, weil die auch noch ganz gut Einkommen erzeugt. Kostet 3 Überschuss. Na gut, wir können beide Gebäude gleichzeitig bauen. Nur ich glaube, wenn wir das machen, wird es hier echt eng. Ich würde vorschlagen, wir warten noch auf den letzten Überschuss, bauen hier auf alle Fälle nochmal Felder aus. Da brauchen wir noch mindestens ein zweites Feld in dieser Horde und dann geht das doch auch auf, der Plan. So, 60, 70, also hier dürften jetzt Rebellen entstehen, bin ich mal gespannt. Ägyptische, vorzugsweise.
Minus 82, also die ganze Zeit minus 82. Also ich denke nicht, dass hier noch Rebellen stehen. Tja, was wir mit Adulis machen, weiß ich noch nicht. Wir können ja Axum unterwerfen und schauen, ob die es vielleicht von alleine sich dann holen. Vielleicht ziehen auch die Ägypter nach Süden. Man muss hier halt ein bisschen nachhelfen, wenn man diesen Tributstaaten hier ein bisschen helfen will. Zur Macht verhelfen will. Die machen das nicht von alleine. So, feindliche Agentenaktivität. Ist ja nichts Neues. Oh, sehr wenig Ereignisse die Runde. Der Streiter ist gesund. Plus 5% mehr Abwehr und Chance auf natürlichen Tod. Das Ganze wird auch reduziert dadurch. Ah, und hier sind sie nochmal knapp um den Aufstand drumherum gekommen. Wir haben hier drei. Einer fehlt doch noch, ne? Ich glaube, einer fehlt. Da wurde zwischendurch mal wieder ein Priester massakriert. Nee, hä? Hab ich den übersehen? Oder was ist da los? Eins, zwei, drei. Ah, der ist verwundet. Da liegt's. So also richtig Unstimmigkeiten fördern können wir hier gar nicht. Ich würde sagen, ich schicke den sogar nochmal zurück. So, du ziehst weiter. Garama, das ist die Hauptstadt oder die ehemalige Hauptstadt der Garamanten. So, hier sind die Abdani. In Leptis Magna. Was mache ich mit den römischen Separatisten? Da bin ich noch unschlüssig. Na, von mir aus können die Pachoras erstmal erobern. Habe ich jetzt nichts dagegen. So, da dürften Rebellen dann Fuß fassen. So, dann geht es uns hier auch schon mal weiter. Jetzt stehen wir vor Axum. Ne? Ah, die Armee die hat sich nämlich gerade entfernt. Das habe ich nämlich gesehen. Nubische Elite-Bogenschützen. Wir können uns ja daneben stellen, falls die Ägypter Hilfe brauchen. Ein bisschen spionieren. Sperrt meines Volkes. Ihr habt weitere Befehle. Bereit für den Einsatz. Für die Gette. So, mit denen stelle ich mich mal ein bisschen näher an die Stadt. Und mit denen an die Grenze. Ja, wunderbar, wunderbar. So, repariert ihr? Ja, die reparieren. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Na, wenn hier Rebellen entstanden sind und die das Ganze reparieren, hier die Felder, umso besser. Leider verschlechtern sich die Beziehungen immer noch. Große Macht, das werde ich so schnell nicht wegbekommen. Ich muss einen gemeinsamen Feind finden. Sagt, was ihr zu sagen habt, damit ich ein Bad nehmen und den Gestank abwaschen kann. So, die Heirat mit Himja, hat die überhaupt irgendwas gebracht? Und wie wird mir die Heirat auch gar nicht mehr angezeigt? Deswegen zweifle ich so ein bisschen daran. Ihr sollt die Freuden meines Hauses genießen. Die Tür steht euch offen.
So, welchen Stärkerang haben diese Saniten aktuell? 2. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Willkommen! Sprech! Stärkerang 2. So, hier haben wir den letzten Überschuss. Da bauen wir jetzt erstmal Felder. Also was anderes ergibt ja hier auch gar keinen Sinn, ne? So. Dann schauen wir hier nochmal. Hier kann auch gerade niemand aufsteigen, aber das ist alles ganz gut besetzt gerade. Nur Staatsmänner können Gefolge eines anderen Charakters werden. Na gut, das lässt sich ja austauschen. Irgendeinen, den ich vielleicht rausholen möchte aus einer Armee? Na gut, belassen wir es erstmal dabei. Wir werden aber für die Entwicklung der Ägypter hier im Auge behalten. Und ja, die dabei unterstützen, die gesamte Region Ägyptus unter ihrer Kontrolle zu bringen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und damit bis zum nächsten Mal.